Now, Mr. Farage, for 2 minutes. Herr Präsident Barroso, Sie lassen Ihre Muskeln spielen angesichts der Macht, die Ihnen der Vertrag von Lissabon einräumt und den Sie mit illegalen Mitteln durchgesetzt haben. Sie tun jetzt alles, um auf internationaler Bühne und innerhalb der EU alle Merkmale souveräner Staatlichkeit zu erlangen. Nirgends das deutlicher als im jüngsten Vorschlag, durch die europäischen Institutionen eine direkte Steuer bei den Bürgern unseres Kontinents zu erheben. Bekanntlich gab es in früheren Zeiten eine sehr erfolgreiche Unabhängigkeitsbewegung, die eine Kampagne mit dem Slogan hatte, keine Besteuerung ohne politische Vertretung. Und Sie, Sir, sind sicherlich kein demokratischer Vertreter. Wir haben Sie nicht gewählt und wir können Sie auch nicht abwählen. Und deshalb denke ich, dass Sie mit der direkten Steuer jetzt einen Fehler machen. Und was für ein teurer Pfeil es geworden ist. Vor 2 Jahren betrug der Nettobeitrag Großbritanniens noch 3 Milliarden britische Pfund. Dieses Jahr sind es 6 Milliarden britische Pfund. Nächstes Jahr werden es 8 Milliarden britische Pfund sein. Im darauffolgenden Jahr werden 10 Milliarden britische Pfund fällig. Und nun hören wir, dass Sie den britischen Beitrag abschaffen wollen. Sie wollen den Rabatt für Großbritannien loswerden. Das bedeutet, dass ab 2013 unser Beitrag 13 Milliarden britische Pfund betragen wird. Dieser wird sich also in einem Zeitraum von 6 Jahren vervielfacht haben. Die Steuerzahler Großbritanniens, denen das alles klar sein wird, und die nun ihre direkte Steuer sehen, werden daraus den einfachen Schluss ziehen, dass wir uns die Europäische Union nicht leisten können. Aber ich sehe einen Hoffnungsschimmer, die Übereinkunft zwischen Merkel und Sarkozy, das, was Sie heute alle in Angst und Schrecken versetzt. Ich hoffe, es kommt dazu. Lassen Sie uns einen neuen Vertrag machen. Sie selbst scheinen das beinahe zu unterstützen. Lassen Sie uns einen neuen Europäischen Vertrag machen und das Volk in vielen Mitgliedstaaten darüber abstimmen, vor allem in Großbritannien. Die Menschen in Großbritannien werden zu dem Schluss kommen, dass das ein sehr schlechtes Geschäft für Großbritannien ist. Sie werden dafür stimmen, die Europäische Union zu verlassen und beginnen, die Trennung zu vollziehen. Danke, wir freuen uns, darauf gehen zu dürfen. Mr. Schulz. Herr Farage. Ich habe eine Frage an Sie. Vielleicht können Sie uns die freundlicherweise beantworten. Sie haben ja so viel Sorge um die britische Steuerkasse. Genauso wie ich hatten Sie zu Beginn der Wahlperiode die Möglichkeit zu wählen, aus welcher Kasse Sie Ihre Diäten beziehen. Aus der Kasse des Vereinigten Königreiches oder aus der Europäischen Union? Wollen Sie dem Haus einmal mitteilen, ob Sie Ihre Diäten aus dem Haushalt der EU bekommen oder ob Sie sich für das nationale System in Großbritannien entschieden haben. Ich denke, wir müssen weg von der Vorstellung eines europäischen Geldes. Bevor wir die direkte Steuer nicht haben, gibt es etwas wie, und wir haben darüber gesprochen, europäisches Geld nicht. Es ist unser Geld. Wir sind ein massiver Nettobeitragszahler in dieser Europäischen Union und ziehen keinen wirtschaftlichen Nutzen daraus. Überhaupt gar keinen. Es ist unser Geld. Presidente Barroso. President Barroso. In der Regel mische ich mich nicht ein, aber es gibt einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Es ist nicht das erste Mal, dass Herr Farage sich an mich richtet, Sie sind nicht gewählt. Natürlich bin ich nicht bei Ihnen gewählt, aber ich wurde von diesem Parlament gewählt. Ich wurde in einer geheimen Abstimmung dieses Parlaments gewählt. Und Sie gehören zu diesem Parlament. Und wenn Sie immer wieder erwähnen, dass ich oder einer der Kommissare nicht gewählt wurden, ist das eine Missachtung gegenüber des Parlaments, dem Sie angehören, und gegenüber der Europäischen Kommission. Bene, bene, bene. Vi prego di non continuare. Please let's not continue with this. Vi prego, prego, vi prego. Raccolgo la precisazione del presidente. Now, following what Mr. Barroso said, I thought that was a very fair comment, and I'll give the floor to Mr. Sirzawagna for 2 minutes.